Letzte Woche war ich morgens beim Bäcker und da ist mir was Seltsames passiert. Ich bin jeden Morgen beim selben Bäcker, jeden Morgen um dieselbe Uhrzeit, kaufe jeden Morgen dieselben Brötchen. Und dieses eine Mal war vor mir ein junger Mann, der in der Tat seltsam aussah. Der hatte so einen Schlafanzug an und drüber einen Anorak und eine Skimütze, kam offensichtlich direkt aus dem Bett zum Bäcker und wollte einen Kaffee trinken und Brötchen. Und die Bäckereifachverkäuferin, genauso irritiert wie ich, weil das so ein bisschen komisch aussah, sagte: Also Brötchen können Sie haben, aber die Kaffeemaschine, das täte jetzt echt leid, die sei leider kaputt. Dann ging der wieder. Ich habe meine, wie üblich, zwei Körnerbrötchen, vier Wäckchen gekauft. Dann sagt sie zu mir: Also, den habe ich ja noch nie gesehen. Der ist aber neu im Viertel. Ich habe jetzt einfach mal gesagt, dass die Kaffeemaschine kaputt ist. Der war mir jetzt aber unheimlich. Ich habe nichts gesagt. Ich habe, glaube ich, blöderweise auch noch gesagt: Nee, habe ich auch nie gesehen. Ist ja ein witziger Typ und so. Bin nach Hause gegangen und habe mich nachher tierisch über mich selber geärgert. Weil ehrlich, der sah zwar lustig aus. Wäre es Rosenmontag gewesen, hätten ihn alle großartig gefunden. Er sah einfach lustig und ungewöhnlich aus, aber er sah überhaupt nicht gefährlich aus. Und zweitens habe ich mich geärgert, dass ich nichts gesagt habe, weil diese Bäckereiverkäuferin, die ist selber eine Migrantin, die ist Italienerin, vor wahrscheinlich 40 Jahren nach Deutschland gekommen. Und eigentlich hätte ich sowas sagen müssen wie: Hey, der ist zwar anders, aber als Sie vor 40 Jahren gekommen sind, waren Sie ja auch willkommen bei uns. Gesagt habe ich aber leider gar nichts. Ja, toll. Wollen wir jetzt immer unter uns bleiben? Wollen wir, dass alles immer so bleibt, wie es ist? Ja, ich fürchte, das wollen wir. Das ist leider ziemlich typisch, dass genau die erste Generation von Migranten gerne in Vierteln wohnt, wo wieder nur etablierte Migranten und keine armen Zuwanderer wohnen. Es ist leider auch so, habe ich diese Woche bei einem Interview für Chrismon gelernt, dass die erste Generation derer, die aufgestiegen sind in der Bildung, da gehöre ich zum Beispiel dazu, also erstes Mal hat ein Kind in der Familie Abitur gemacht, die möchten gerne unter sich bleiben. Wir bräuchten einfach so ein bisschen Zeit. Wir müssten erstmal ankommen in unserem Status, die Migranten in ihrem Status, wir Bildungsaufsteiger in unserem Status, dann würden wir auch irgendwann wieder neue und frische Luft reinlassen. Aber die Zeit haben wir nicht. Im Moment kommen richtig, richtig viele fremde Menschen zu uns. Flüchtlinge zum Beispiel. Und wir können jetzt nicht sagen: Sorry, wir brauchen noch 10 Jahre, dann können wir euch gerne integrieren. Das muss jetzt passieren. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, erstens, nächstes Mal, wenn einer sagt: Sorry, Kaffeemaschine kaputt, dann sage ich: Moment, Entschuldigung, kann ich Ihnen helfen? Also jedenfalls, ich sage irgendwas. Und zweitens, wenn ich selber das Gefühl habe, das ist mir jetzt echt zu viel mit dem Fremden, dann muss ich was unternehmen. Ich erzähle noch eine Geschichte. Ich hatte Geburtstag und hatte Freunde eingeladen und eine sehr gute Freundin von mir ist Hebamme. Die kennt jeden bei uns im Viertel, wirklich jeden, weil sie alle Babys auf die Welt gebracht hat. Und die sagte: Mensch, unser Viertel, das ist gar nicht mehr wie früher. Das sind jetzt so viele Leute, die kenne ich gar nicht. Und da ist jetzt bei uns so viel eingebrochen worden in meinem Stammcafé. Und gerade drohte die Situation zu kippen, als dann Gott sei Dank mein Mann sagte: Hey, du, da kannst du mal was machen. Das ist ja total super. Das sind jetzt so viele Flüchtlingsfrauen, die kriegen ja auch Kinder. Und vielleicht kannst du mal eine fragen, ob die die anderen begleitet bei der Geburt. Und plötzlich hatten wir so viele Ideen, wie jeder von uns vielleicht mal einen kennenlernen kann, ohne dass er den gleich beherbergen muss oder so. Das müssen gar nicht die ganz großen Gesten sein. Aber ich finde, auch für Chrismon ist das ein Riesenthema. Und das wollen wir auch im nächsten Jahr angehen. Jeder kann irgendwas tun, um neue Menschen kennenzulernen. Und damit wir nicht alle in diese Situation enden, wo wir sagen: Sorry, wir wollen unter uns bleiben und die Kaffeemaschine ist kaputt. Da muss uns noch was anderes einfallen. Das wäre mein Wunsch für 2015.